Eines der vielen Beispiele für die Urstände, die es da noch gibt, ist einfach nur ein paar Meter entfernt. Wir reden hier über die LKA-Zentrale Berlins und darüber wollen wir jetzt einen Redebeitrag der VVN hören. Ja, warum stehen wir heute hier, hier am Platz der Luftbrücke? Es gibt kein NSU-Trio und es gibt auch nicht nur ein NSU-Netzwerk, sondern es gibt einen NSU-Komplex. Der NSU-Komplex besteht aus den heute Verurteilten und aus den heute Nicht-Verurteilten. Das steht für ein Unterstützungsnetzwerk von Hunderten von Neonazis, das seit vielen, vielen Jahren existiert, was schon vor den Morden existiert hat. Und es besteht aus den verschiedenen Abteilungen der bundesdeutschen Polizei und den Verfassungsschützern, die meines Erachtens diesen NSU-Komplex, zu dem sie gehören, und das müssen sie sich gefallen lassen, erst möglich gemacht haben. Und wir stehen heute hier, weil auch in Berlin ist zwar, soweit wir wissen, vom NSU kein Mensch ermordet worden, aber viele Spuren führen auch nach Berlin zum Verfassungsschutz und vor allem zum Landeskriminalamt, was von hier etwa 200 Meter entfernt ist. Wir müssen uns auch überlegen, was für Konsequenzen wir aus diesem Urteil, aus diesem Prozess ziehen wollen. Es muss weitergehen. Deshalb stehen wir heute. Kein Schlussstrich. Und eine Konsequenz, und die wünschen wir uns als Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Antifaschisten ganz, ganz doll, wäre ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss auch hier in Berlin. Nias, Blood and Dana, Synagoge Riekestraße, geschredderte LKA-Akten. Die Spur des NSU führt immer auch nach Berlin. Die Neonazi-Organisation Blood and Anna gilt als ein entscheidender Teil des Unterstützungsumfelds des NSU-Netzwerks. Der frühere Deutschland-Chef von Blood and Anna, Stefan Lang aus Lichtenberg, wurde vom Berliner Landeskriminalamt als Spitze Nias an den Bundesverfassungsschutz weitergereicht. Nicht erst seit den Presseberichten im Oktober 2016 über die vermutete Aussperrung der Synagoge in der Riekestraße, bei der der Wachpolizist Frank G. im Mai 2000 Schäpe und mundlos erkannt haben will. Er wurde als Zeuge zum NSU-Prozess nach München geführt, führt die Spur des NSU-Komplexes auch nach Berlin. Schäpe hat einen Aufenthalt in Berlin eingestanden. Es gibt Indizien dafür, dass der sächsische Neonazi Jan Werner gemeinsam mit Schäpe und mundlos nahe der Synagoge in der Riekestraße gewesen sein könnte. Noch am 3. November 2014 veranlassten zwei Bundesanwälte die Vernichtung aller Unterlagen aus dem Besitz von Jan Werner, die wegen eines Verfahrens gegen ihn beim LKA Berlin lagerten. Schon 2011 stellte sich die Berliner Polizei die Frage, ob auch die bis heute ungeklärten Sprengstoffanschläge auf den jüdischen Friedhof Heerstraße in Charlottenburg auf das Konto des NSU-Komplexes gehen. 1998 explodierten am Grab von Heinz Galinski, dem früheren Präsidenten des Zentralrats der Juden, zweimal Rohrbomben. 2002 wurde ein Sprengsatz in den Eingangsbereich des Friedhofs geworfen. Alle Ermittlungen blieben bis heute ohne jeden Erfolg. Aber in der von Schäpe angezündeten Wohnung in Zwickau fand sich eine Adressliste, die Zehntausenderliste, auf der der jüdische Friedhof Heerstraße in Charlottenburg verzeichnet war. Andreas Nachama, der frühere Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Berlin, sagte im Oktober 2016, und erst vor kurzem hat er es noch wiederholt, ich halte es für sehr dringlich, da Licht reinzubringen. Dem schließen wir uns an.
Die Internetpetition der Berliner VVMBDA, Berliner NSU-Untersuchungsausschuss, aber so sieht das ja mit den Behörden und Politikern manchmal aus. Berliner NSU-Untersuchungsausschuss jetzt, besser spät als nie, die sich an die Abgeordneten des Berliner Abgeordnetenhauses richtete, hat im vergangenen Jahr im Petitionszeitraum nur knapp 1000 Unterstützerinnen gefunden. Das ist enttäuschend und zu wenig, um politischen Druck aufzubauen. Unsere schon in den Koalitionsverhandlungen der jetzigen Berliner Regierung erhobene Forderung, die Berliner Abgeordneten mögen doch ihre parlamentarischen Möglichkeiten nutzen, auch in Berlin die Exekutive zu kontrollieren und die Verwicklung auch der Berliner Behörden in den NSU-Komplex aus Förderung, Nichtverfolgung, Vertuschung von neonazistischen Morden und institutionellen Rassismus parlamentarisch zu untersuchen und aufzudecken, ist leider verpufft. Das wirft natürlich Fragen auf. Obwohl es gute Gründe gäbe, nach Abschluss der beiden Durchläufe des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag, der Einsetzung von weiteren Untersuchungsausschüssen in Thüringen, Sachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, auch in Hamburg und nicht zuletzt in Berlin einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzusetzen, scheint das politische und gesellschaftliche Interesse an einer Fortführung der Aufklärung der Taten des NSU-Komplex Alarm zu sein. Dass nach dem Abschluss des Münchner Prozesses, dessen Nebenklägerin, also die Verwandten der Ermordeten und deren anwaltliche Vertreterin, bis dato die meisten Antworten zu den Mordtaten und der Rolle des Verfassungsschutzes und der Ermittlungsbehörden zu verdanken sind, ist eine fatale Situation. Können wir es zulassen, dass nach einer langen Reihe von Skandalen Verfassungsschützern, Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften wieder die Deutungshoheit über die bisher bekannten Taten des NSU überlassen wird? Also den Mittätern, die Aufklärung, wir sagen nein. Unstrittig ist, dass Verfassungsschützer in Berlin und vor allem auch Polizisten fernab jeglicher demokratischer Kontrolle, also im Geheimen, ihr Spiel mit Neonazi-V-Leuten getrieben haben. Und mit welchem Ziel auch immer, die bundesdeutsche Neonazi-Szene zu beeinflussen und mitzugestalten. Unstrittig sollte es sein, dass dies endlich ein Ende haben muss. Die Berliner VVMBDA wird sich aber nicht entlassen, sondern sich weiterhin für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Berlin einsetzen. Gamze Kubaschik, Tochter des achten Opfers Mehmet Kubaschik, sagte zum Stand der Aufklärung bis jetzt: Ich dachte, dass wir Gerechtigkeit und Aufklärung bekommen. Antworten auf unsere Fragen. Warum mein Vater? Wie sind Sie auf ihn gekommen? Wie wurde das geplant? Wer hat unseren Kiosk ausgespäht? Wir sagen, die Opfer des NSU-Komplexes sind Opfer des Faschismus, des Neofaschismus. Die Solidarität mit den Angehörigen, die Aufklärung der Verbrechen und die Widerlegung der Einzeltäter-These, der These von einem NSU-Trio, muss unser Anliegen sein. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss würde erweiterte Ressourcen dazu zur Verfügung stellen. Nutzen wir unseren Einfluss auf uns bekannte Abgeordnete, wenn ihr heute da seid, ihr habt es gehört. Einige kleine ermutigende Entwicklungen gibt es durchaus. In Berlin hat sich ein lockeres Bündnis aus VVMBDA, der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektas,
Reach Out der NSU-AG, der interventionistischen Linken und Vertreterin der türkischen Gemeinde zusammengefunden. Das ist mittlerweile auch schon etwas länger her, die auf einen Untersuchungsausschuss drängen wollen. Dass dieser Ausschuss notwendig ist, signalisierte auch Petra Pau. Nach dem Abschluss des zweiten Bundestagsuntersuchungsausschusses stellte die Obfrau der Linken im Ausschuss fest, jetzt seien die Länder, auch Berlin, an der Reihe. Erste Gespräche mit Abgeordneten der Linken und Grünen verliefen durchaus konstruktiv, wenn auch verhalten. Schließlich bedeutet ein Ausschuss zuerst mehr Arbeit und eine Veränderung der Prioritätensetzung. Wir empfehlen den demokratischen Parteien und ihren Abgeordneten, jedoch auch an ihre antifaschistischen und migrantischen Wählerinnen zu denken, beziehungsweise sich die Frage zu stellen, wer die Politik gestaltet in Berlin. Polizei und Verfassungsschutz und die gewählten Volksvertreterinnen. Ja, das Parlament ist gerade in der Sommerpause. Das heißt, wir machen danach mit unserer Petition weiter. Naja, okay, einige sind nicht in der Sommerpause und hier auf der Demonstration. Sie seien herzlich begrüßt. Ja, das war jetzt das Ende der Kundgebung. Wir werden jetzt so langsam losgehen. Es liegen noch einige Schilder hier vorne. Ich würde mich freuen, wenn ihr sie noch tragen würdet.